Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen. Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Und die Angara-Sklaven? Was ist mit ihnen? Wir haben schon Arbeitslager der Kett befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Kett wichtige Angara von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Ich frag mich, ob wir auch noch in diesen Heimatcluster der Kett kommen. Wäre ja nicht ganz unlogisch, wenn das noch passieren würde. Jor, wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen weiter hoffen. Deshalb kämpfen sie. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Sobald wir durch den Schild sind, gehen sie voran. Wir suchen Moshai Sefer. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder, niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Viel Glück. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Also dann. Wissen wir überhaupt, was genau uns erwartet? Keine Ahnung. Bleiben Sie in der Nähe und erregen Sie keine Aufmerksamkeit, solange es sich vermeiden lässt. Sie werden nicht damit rechnen, dass wir diesen Schild deaktivieren. Das könnte uns einen Vorteil verschaffen. Unseren Informationen zufolge gibt es einen Systemknoten, den wir hacken können. Er ist an einem Interface-Punkt irgendwo in der Nähe. Skelf ist unsere beste Cat-Hackerin. Okay. Dann sollten wir den wohl mal suchen. Die Richtung scheint schon mal richtig zu sein. Das sah sie doch aus, als ob er das wäre, ne? Service Panel, in der Tat. Angaranisches Schild-Deaktivierungsprogramm ausführen. Verstanden. Ich aktiviere meinen Prozessbeschleuniger. Bitte warten. Bitte warten. Bring mich vor unseren neuen Freunden bitte nicht in Verlegenheit. Oh, ich habe nice. Kleine Lücke im Schild erzeugt. Ja, es hat funktioniert. Oh. Freuen Sie sich nicht so früh. Der schwierige Teil kommt erst noch. So, na dann. Wird es jetzt, glaube ich, lustig. Was? Oh. Aber nicht doch. Ach, mal wieder auf den Scanner gedrückt, statt auf den Schläger. Na gut, lassen wir die Waffe lieber draußen. Wenn wir aufbrechen, will ich alles über diesen Ort wissen. Verstanden, Pathfinder. Okay, gehen wir. Owen, Gelf, mir nach. Wo geht ihr jetzt lang? So, schauen wir doch mal. Ein Abluftkanal. Ich glaube, das ist sehr brüchig. Okay, gut zu wissen. Da hilft der Hammer. So. Hier ist nichts zum Scannen. Oh, ich sehe viele Feinde vor uns. Na, das kann witzig werden. Hatte schon mal jemand gesagt, dass du auf den Boden schießt? Oh, siehst du das auch, Hecht? Ja, unfassbar. Was genau? Ich kann nicht glauben, dass ich hier bin. Ich wette, das geht diesem Kerl genauso. Wovon sprecht ihr? Ich sehe irgendwie nichts Besonderes. Außer ganz vielen Cat. Die gleich alle ganz viele tote Cat sein werden. Oh, das war Vetra, sorry. Diese Orte so oft von außen angestarrt. Unglaublich, dass wir reingekommen sind. Die Sachen unserer Leute sind hier. Verlassen. Von den Gefangenen. Haben wir Zeit, um... Können wir uns einfach umsehen? Hey, Fessig! Ah. Nach einer Kettenzone. Halt uns einen Blick ins Herz dieses Ortes. Mach ich. Okay. Das klingt irgendwie nicht so
als ob die jetzt direkt versklavt werden, denn dann müsste man sie ja nicht willkommen heißen, oder? Vielleicht wurden die auch irgendwie integriert von den Cat. Halt als niedere Rasse dann sozusagen, aber vielleicht trotzdem integriert. Das war aufregend. Wie geht's jetzt weiter? Das wäre ja dann im Prinzip so eine ähnliche Vorgehensweise, wie sie die, wie hießen sie? Proteaner? Ne, nicht Proteaner. Oder doch Proteaner? Die, aus denen dann die Kollektoren geworden sind. Ich bin gerade am überlegen, waren das die Proteaner oder hießen die anders? Es gab noch eine, diesen Alien, der im Prinzip eine große Pflanze war, der hieß so ähnlich. Deswegen bin ich mir, ich glaube, der war der Proteaner, ne? Wie hießen die denn? Ihr wisst, wen ich meine. Wenn ihr euch mit Mass Effect auskennt. Die hatten ja im Prinzip auch so eine Vorgehensweise. Die haben ja alle unterjocht und unter ihre eigene Herrschaft gestellt und in ihr System integriert. Aber haben sie halt nicht weggeschlachtet, sondern erstmal versklavt, aber trotzdem dann irgendwie integriert in die soziale Struktur. Von daher, ich könnte mir hier auch sowas vorstellen. Okay, sammeln! Ich fürchte, spätestens jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Meinst du? Sie haben die größte Chance, Moschai Sepha zu finden. Wir greifen frontal an und sorgen für Ablenkung. Guter Plan. Das wird lustig. Das ist der Haupteingang. Wir gehen da lang. Und treten die Vordertür ein. Halten Sie Funkkontakt. Und viel Glück. Ich glaube, für die wird das nicht gut ausgehen. Na gut. Dann können suchen wir mal nach der Moschee. Schichten, um die Kette von uns abzulenken? Auf jeden Fall. Pathfinder, das Programm, mit dem ich den Schild durchbrochen habe, könnte ihn offenbar auch überladen und diese Einrichtung zerstören. Der Impuls hätte allerdings tödliche Auswirkungen auf die angaranische Physiologie. Das ist nicht gerade ideal. Nein, nicht wirklich. Ja, das klingt nach einem absoluten Notfallplan. Aber trotzdem ganz gut zu wissen. Falls irgendwas richtig schief gehen sollte. Und ich vermute, es wäre nicht bloß nicht ganz förderlich für die angaranische Physiologie, sondern auch für die turianische und menschliche. Oh, okay. Wird sich erst öffnen, wenn es abgeschlossen ist. Wir sind also gefangen. Ich hasse das. Wird vermerkt. Das Fenster. Wir könnten es zerschießen. Nein, die Versiegelung ist undurchdringlich. Wofür sollten die eine Dekontamination brauchen? Gute Frage. Vielleicht denken die Ketya, sie wären krank. Ich tippe auf Keimphobie. Okay, naja, ich meine, sie schleppen ja andere Rassen ein. Da bitte komm. Ist es sicherlich eine Vorsichtsmaßnahme. Aber wir können von unserem Versteck aus einige unserer Leute sehen. Wir sind offenbar in einem Bereich nur für Cat. Noch keine Spur von der Moschei. Verstanden. Wir beraten gerade über unseren nächsten Schritt. Wir melden uns wieder. Nee, ich meine, es macht schon Sinn, weil die ja hier in näheren Kontakt zu den anderen Rassen kommen und da muss man ja ein bisschen aufpassen, was so Krankheiten angeht. Puh! Alter! Blödes Kackvieh! Ich finde schön, wie der Pirscher sich direkt vor mir halt so aus dem Nichts aufploppen lässt und Jarl dann genau das gleiche mit ihm macht, um ihn zu vernichten. Ganz wunderbar. So, schauen wir doch mal. Im Prinzip geht's bloß hier vorwärts. Ansonsten scheint ja da relativ schnell Schluss zu sein. Gut, gehen wir mal geradeaus. Hallo Freunde. Lust zu metzeln? Schalten wir sie aus, ohne allzu viel Lärm zu verursachen. Das soll Ach, Lärm. Wen stört denn schon Lärm im Krieg? Mal ganz ehrlich. Wer will denn schon schleichen? Wir metzeln sie alle nieder. So, die Tür war zu, ne? Ja, war sie. Okay, wir können tatsächlich nur nach hier vorn gehen. Das ist aber vollkommen in Ordnung, solange das unser Weg ist. Oha! Was? Was ist das? Oh, shit. Willkommen, ihr Glücklichen. Tretet vor.
Die werden quasi indoktriniert. Ihr erfüllt mich mit Demut, denn ihr seid erwählt. Erwählt durch den Archon. Erwählt für den Aufstieg. Erwählt für den Aufstieg. Scheiße, die Cats sind Angara, kann das sein? Ich glaube, die Cats sind eine Art von indoktrinierten Angara. Ach du Scheiße. Das ist irgendein durchgeknallter Kult. Diese Angara scheinen in einer Art Trance zu sein. Ich kenne die Moschei. Sie ist nicht da unten. Aber vielleicht in einer dieser Kapseln. Sie könnte überall sein. Sie wollten eine Ablenkung? Na, dann ändern wir mal den Plan. Das kann nicht sein. Archon. Was willst du? Ein Angriff. Ich verteidige den Tempel. Arthur, ist die Moschei unter ihnen? Nein, es erwartet den endgültigen Aufstieg. Dann erledige das und bring es zu mir. Endgültiger Aufstieg? Wieso endgültig? Was haben Sie vor? Wir müssen die Angara retten. Wir sind wegen der Moschei hier. Oberste Priorität. Für Sie vielleicht. Mein Schiff, mein Team, meine Regeln. Tut mir leid. Herausfinden, wenn die Kapseln befördert werden. Ja, aber wofür sind Sie erwählt? Könnten sie womöglich aus freien Stücken hier sein? Nein, natürlich nicht. Ach, ich weiß auch nicht, was hier los ist. Was auch immer es ist, wir müssen die Moschei da rausholen. Kommen wir jetzt durch die Türen? Ja, kommen wir. Durch beide? Ach so, das ist... Ah, okay. Das ist bloß ein einzelner Raum. Hier drüben wäre dann ein Aufzug. Ach so, das ist die Ausstiegszone. Okay. Ah, hier unten. Okay, okay, okay. Jetzt sind die Türen da so offen. Dann gucken wir erstmal hier rein. Ja, tut mir leid, Jarl. Also, wir sind wegen der Moschei hier und das klang so, als ob es eilig werden würde. Deswegen sollten wir schon direkt zur Moschei gehen. Es tut mir leid für die vier. Ihre Kommunikationszentrale? Wenn Sie sich Zugriff auf ein Terminal verschaffen können, lade ich das Log für dieses Wohnung herunter. Okay. Leg mal los. Das nenne ich mal ein Ego. Das ist ekelhaft. Er will eindeutig irgendwas kompensieren. Der Download ist abgeschlossen. Die Analyse könnte allerdings ein wenig dauern. Ich glaube, die bekehren sozusagen Angara. Und nehmen halt die dann mit, die sich bekehren lassen. Jarl, was tust du da auf der Wand? So, lass mal rübergehen. Not am Manne, wir müssen uns beeilen. Und Kardinal klingt für mich halt ganz stark nach jemandem, der bekehrt. Oder halt umwandelt, indoktriniert, was auch immer. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können. Gibt's hier nochmal einen anderen Ausblick? Oh, wir können hier drüber laufen. Wie es aussieht, räumt der Widerstand da unten ganz schön auf. Siehst du mal, dann können die doch versuchen, die da zu retten. Diese blauen Spritzer sehen allerdings so aus, als ob es für die Widerstandskämpfer nicht so gut läuft. Na gut, lass uns mal weiterschauen. Wir können denen jetzt gerade leider auch nicht helfen. Ja, okay, das ist einfach bloß so ein Aussichtsdingens. Ach, hier kommen wir auch gar nicht lang, sehe ich gerade. Da müssen wir also hier vorne lang. Kampfschreie? Diese Statue ist aber schon cool, muss ich sagen. Bitte komm, Pathfinder. Ich höre. Wir haben Commander Dosier kontaktiert. Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen auch Wissenschaftler schicken. Und Techniker. Wir müssen so viele Informationen wie möglich sammeln. Verstanden. John, unser Einsatzziel ist weiterhin die Moschei. Natürlich.
Dennoch dürfen wir uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. So, schauen wir mal. Die heißen halt auch Erwählte, deswegen gehe ich stark davon aus, dass aus den Angara da unten genau solche werden. Oh. Oh, hinter mir, tatsächlich. Du, ich glaub's ja nicht hier, du Schwein, du. Es muss doch einen anderen Weg hineingeben. Wir könnten ja diese Kerle hier fragen. Wer übernimmt das? Hahaha. Nicht jetzt, Ryder. Keine gute Zeit für blöde Witze? So, sieh mal an, wer hier kommt. Du Arschloch. Bisher schon. Wir haben die Hauptkammer hinter uns gelassen und dringen weiter vor. Dieser Ort ist verrückt. Was sehen Sie? Es ist wie... Ich weiß nicht. Eine... bizarre Kirche? Ach, total merkwürdig. Ich sag ja, Bekehrung. Wir haben Gefangene gefunden, die in Trance versetzt wurden oder sowas. Wir konnten sie nicht zu einer Evakuierung überreden, also mussten wir sie zurücklassen. So, holen wir uns den mal auf die Art und Weise. Und dann ist Ruhe hier oben. Ich schau mal ganz, ganz kurz auf die Karte, auch wenn ich dadurch jetzt gerade Ryder unterbreche. Aber ich will nur kurz checken. Gut, hier unten geht's dann bloß nochmal. Ich glaube, da wird es dann auch nichts weitergeben. Ich mache Fortschritte, Pathfinder. Allerdings hatten die Angara keinerlei Informationen über diese Einrichtung. Soll ich meine Prioritäten ändern? Sind sie in Gefahr? Nein, mach weiter, Sam. Wir kommen schon zurecht. Na, komm, hoch mit dir. Schaffst du das? Ja. Der Tunnel sieht nach dem richtigen Weg aus. Ja, weiß ich. So. So viele Kapseln. Das ist... Oha. Verdammt. Wir könnten versuchen, sie zu scannen. Das hier wird ewig dauern. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich mache mal eine ganz kurze Pause und dann schauen wir mal, was wir hier tun können. Okay, da sind wir wieder und schauen mal, was wir hier so erreichen können. Ich bin sehr gespannt. Okay, hier haben wir schon mal Kapseln unten. Zumindest die können wir ja scannen. Weibliche Angara, gesund. 176 cm groß. Bisher keine Entbindung. Keine Entbindung? Männlicher Angara, schätzungsweise 35 Jahre alt, 191 cm groß, Narbengewebe am rechten Unterleib. Also nicht die Moschei. Was ist eigentlich dieses Reinheitsmaximum, was damit steht? Männlicher Angara, schätzungsweise 95 Jahre alt, gesund, zahlreiche verheilte Knochenbrüche. Darauf werden wir alle reduziert. Mehr sind wir nicht. Sieht ganz so aus. Ach, ich sehe gerade, das sind... Ah, 5-3- und dann dazwischen ein Basenparcode. Okay, 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 das ist ein DNA-Strang, der angezeigt wird. Alles klar. 5-3- bedeutet dabei übrigens, die Position an der Desoxyribonuklease. Ja, genau. Ich finde hier niemanden ihres Alters. Ryder, wenn Sie eine Konsole finden, werde ich versuchen, darauf zuzugreifen. Desoxyribose heißt's, meine Güte. Total verwirrt. So, dann müssen wir mal schauen. Das gibt im Prinzip an welchem Ende des DNA-Strangs man ist, sozusagen. Weil es einen Unterschied macht, ob man ihn von oben oder nach unten liest. Aber eigentlich gibt es dabei eine Konvention. Ich glaube, dass es von 5- nach 3- geht, ist auch die Konvention dabei. So dass man das eigentlich gar nicht angeben müsste. So, scannen wir nochmal fröhlich weiter. Was haben wir hier denn? Eine Kernverschlüsselungstech, okay. Können wir aber alles nicht benutzen. Dann wollen wir mal an das Terminal gehen. So, wo ist denn das? Hier. Okay, Cat Terminal. Wollen wir doch mal sehen, was du hier drin versteckst. Sam? Suche wird durchgeführt. Die Erwählten wurden nach genetischen Daten erfasst. Beeil dich bitte!
Ich arbeite mit Höchstgeschwindigkeit daran, Informationen in einer fremden Sprache und Technologie mit angaranischen Datenbanken abzugleichen. Die Moschei war hier, aber ihre Kapsel wurde vor wenigen Augenblicken weitergeleitet. Na, was für ein Glück. Die Kapseln werden von hier in umliegende Räume befördert. Alles klar. Gehen wir. Wohin? Wohin müssen wir? Da lang? Okay, dann gehen wir da lang. Hier ist es finster. Bitte kommen. Ich höre. Unsere Verstärkung trifft ein. Wir gehen zurück und treffen uns mit ihnen. Wir haben eine Spur zur Moschei. Wir denken, sie lebt noch. Bei den Sternen, das sind gute Neuigkeiten. Wir bleiben in Verbindung. Falsche Taste. Das wollte ich.